Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe hier ein bisschen Kamera-Equipment aufgebaut, denn wir machen heute was Geisteskrankes. Und zwar habe ich mir was gekauft. Und zwar das hier, ja, das ist eine neue Kamera. Und damit habe ich mir so ein bisschen den Traum erfüllt, mal wieder. Weil das ist mit Abstand die geilste Kamera, die ich jemals gekauft habe. Ob sich das aber gelohnt hat, weil das Ding hier hat 4.200 Euro gekostet. Im Vergleich zu meiner alten Kamera, die ungefähr knapp über 2.000 Euro gekostet hat. Und auch schon wieder ein paar Jährchen alt ist. Das heißt, eine Kombination aus dieser neuen Kamera und diesem Objektiv zum Beispiel würde dann ganz schnell 6.200 Euro kosten. Ja, so teuer ist der Spaß. Ich würde mal sagen, wir machen gar nicht lang rum. Warte, hier das Ziegel. Ha! Heute geht es natürlich um die Sony A7S III. Der Nachfolger der Sony A7S II, die ich damals bei Rewe schon mal genutzt habe. Und natürlich auch ein Verwandter von meiner Sony A3, die halt einfach nur kein S im Namen hat. Alles klar, Unboxing geht los. Wir haben hier einmal ganz viel Papier, damit werde ich euch tatsächlich jetzt nicht langweilen. Wir sind jetzt hier nicht so ein Unboxing, das da aufs Detail angeht. Noch mehr Papier, ein Kabel, ein USB-C-Kabel. Das ist crazy. Ich finde es total geil, wenn bei neueren Produkten mittlerweile einfach überall ein USB-C-Kabel dabei ist und nicht immer so ein läppisches Micro-USB-Kabel oder sogar ein Lightning-Kabel, Apple. Danke dafür. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Und da bin ich jetzt gespannt, was ist denn das? Was ist denn das? HDMI-Halterung. Dann haben wir hier einen schönen Lederstrap, mit dem man sich das Ding quasi irgendwie so schön um den Nacken binden kann. Benutze ich natürlich jetzt allerdings eigentlich überhaupt gar nicht. Die halten das schon mal aus, wenn die mal auf den Boden fallen, um ehrlich zu sein. Hier ein Ladegerät. Ich finde schade, dass sie hier nicht direkt auch einen USB-C-Anschluss haben, weil das ist immer super cool, das nochmal von der Powerbank aus aufladen zu können, den Akku. Darunter haben wir nochmal ein Kabel. Hier mit einem Stecker für, ich glaube, das ist Großbritannien, wenn ich mich nicht irre. Und natürlich einmal für Deutschland hier. Dann hier nochmal der originale Akku. Hier kann ich auch nochmal hier einen Shoutout an Sony geben. Ich habe ungefähr 7 Akkus für die Kamera hier. Auf jeden Fall sind alle wunderbar, ja. Alle sind perfekt, nur ein Akku davon ist ein bisschen beschädigt und das sind nicht die ganzen Drittanbieter-Akkus, die ich habe, sondern der eine originale von Sony, den ich habe, der ist kaputt, ja. Mal hoffen, dass das mit dem hier nicht passiert, der ist nämlich auch original, natürlich. So, dann ist die Schachtel auch leer. Das Einzige, was da drin ist, ist hier ein mysteriös in weiß gehülltes Objekt, das wir jetzt gleich mal enthüllen. Und hier unten ist noch irgendwas, oh nee, das ist scheinbar nur Pappe. Und jetzt fängt das Video eigentlich erst an. Wir werden nämlich auch die Kamera mal ein bisschen testen. Das ist jetzt kein ausführlicher Test. Als allererstes merke ich schon mal, dass sich die Haptik ein bisschen verändert hat, weil die Kamera hier hat so einen relativ kleinen Griff, an den ich mich aber schon gewohnt habe. Und die Kamera hier hat ein bisschen einen dickeren Griff, ja. Hier unten sieht man, dass der Griff quasi von der rechten ein gutes Stück nochmal länger rausgeht, was sehr viele wahrscheinlich freuen wird. Gerade auch Leute mit größeren Händen. Die liegt auf jeden Fall ein bisschen besser in der Hand. Ich finde, es hätte ein Ticken kleiner sein können, um ehrlich zu sein, für mich. Aber ist auf jeden Fall besser als die. Was sonst noch auffällt, ist, dass relativ viel sich eigentlich getan hat, um ehrlich zu sein. Dieser Button hier, der ist deutlich schräger, der ist nochmal hier so vorhergehoben. Ansonsten funktioniert er eigentlich gleich. Ich finde ehrlich gesagt den hier von meiner alten Kamera ein bisschen hochwertiger tatsächlich. Die Buttons sind auch gleich, wobei der Aufnahmebutton, die haben den Aufnahmebutton mit dem C1-Button hier oben geswitcht. Ich weiß nicht wieso. Hier ist so ein Mikrofon, das haben sie dann halt jetzt hier irgendwie nach links hier verschoben. Ich zeige euch mal die wichtigen Features. Und die sind nämlich vor allem neben dem dickeren Gehäuse das Klappdisplay. Und ihr denkt euch jetzt, hä, was ist daran besonders? Ne? Also meine vorletzte Kamera quasi, sogar die hatte ein Klappdisplay, ein richtig geiles. Die Panasonic GH4, die war super geil. Das war voll praktisch, ne? Wenn du halt Vloggen tust, dann siehst du dich ja selber. Ne, ist voll geil. Während man das bei meiner alten Cam, die ich auch weiterhin behalten werde, die bleiben auch im Einsatz, da kannst du die halt nur nach unten klappen und nach oben klappen. Und jetzt haben wir ein Klappdisplay. Wunderschön. Ich finde es total geil. Also hätte die kein Klappdisplay, hätte ich mir die nicht gekauft. Weil die hier ist top. Eine Sache aber noch, neben dem Klappdisplay, das übertrieben geil ist, die Wiederholungsrate. Ja, die hier kann 4K, aber nur in 30 FPS. Und die hier kann 4K nicht nur in 60, sondern auch in 120 FPS. Und das ist komplett krank. Also ermöglicht halt coole Zeitlupenaufnahmen, ohne jetzt ständig irgendwie das Profil zu wechseln und dann im Schnitt nochmal das hoch zu skalieren. Ja, ne? Also die kann auch 60 FPS, aber halt nur in Full HD. Die kann auch Full HD 120 FPS. Aber die hier kann halt 4K 120 FPS. Und das werden wir jetzt auch gleich mal testen, indem wir dem schönen Ding ein Objektiv verleihen. Und zwar das hier ist das teuerste. Heißt aber nicht, dass es für jeden einzelnen Shot das geeignetste ist. Man hat eine Blende von 2,8, die haben eine Blende von 1,8, aber ich glaube, eine 2,8er Blende reicht uns an der Stelle und deswegen schnallen wir das da mal drauf. Genau, es ist noch kein Akku drin.
Das sind allerdings dieselben Akkus wie die, die ich auch schon hatte. Wir machen das Ding mal an. Ich mache das Display mal nach vorne, dann seht ihr das auch. Dann sieht man als allererstes mal natürlich das Menü. Auf welcher Sprache habe ich denn die hier? Ah, okay, das ist Englisch. Okay, dann bleibe ich bei Englisch. Set Date Area Time. Ja, genau. Tag, Monat. Ja, das gefällt mir. Ach, jetzt muss ich da eine Uhrzeit geben. Und da das wieder eine Drittanbieter-Batterie ist, will natürlich Sony mich wieder nerven und sagt, ja, das ist halt nicht garantiert hier, dass das funktioniert. So, wir machen jetzt auch mal einen Weißabgleich. Wenn wir Kamera-Interessierte hier schon einmal unter uns sind, dann kann ich euch da gerne mal mitnehmen. Ich habe hier dieses graue Ding. Damit mache ich den Weißabgleich. Und damit hat man jetzt hier immer schön den gleichen Weißwert. Damit das eine Bild nicht irgendwie wärmer ist als das andere. So, ich habe mal zum Testen ein schönes Brett geholt, wo so ein paar Gewürze einfach hübsch angerichtet sind, damit wir ein bisschen was zum Test-Shooten haben. So, ich werfe das mal an. Ihr seht alles. Oh, das ist jetzt auch anders. Hier open. Wieso geht das nicht auf? Ach so, ah, wild. Okay, man muss es nach unten drücken. Und dann links. Dann geht's auf. Ah, okay. Dann geht das hier einfach auf und dann klappt's. Bei der alten fand ich das schon besser. Aber die haben jetzt das Fancyes, weil dann kann man jetzt, also hier kann man jetzt auch schnellere SD-Karten reinmachen. Eine CF Express A kannst du da reinmachen. Und das sieht schon mal geil aus. Die Frage ist, ob man schon direkt einen Unterschied sieht. Ich habe auch erstmal HD nur da aktuell drin. Ihr seht, ihr könnt auch hier schön durch den Sucher schauen. Auch mal ganz spannend. So sieht's durch den Sucher aus hier oben. Ich würde sagen, wir stellen die Gurte erstmal auf 4K um. Oha, das Menü hat sich ja mal komplett geändert. Das Menü ist viel schöner. File Format. Ja, komm, wir machen mal das. Ach, und der Button, der geht jetzt ganz anders. Früher war das hier so ein harter Druckpunkt. Also 10 Bit auch auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall wild. Ich klicke mich mal kurz durch. Also das ist schon krass, wenn ich das nochmal so zu sehen, wie viel sich das jetzt improved hat einfach. Framerate. Ich würde gern 30 FPS filmen. Gibt's das nicht? Das ist ja voll dumm. Okay, machen wir die höchsten Record-Settings. Ach so, da brauche ich natürlich auch eine schnellere SD-Karte dafür, oder? A corresponding environment is required for playback movies of bla bla bla. Okay. Schauen, ob ich das corresponding environment hier habe. Blende machen wir mal hier auf ganz runter. Und jetzt würde ich sagen, wir hitten mal Aufnahme einfach. Warte, der weiß auch gleich natürlich noch. Ich mache nochmal White Balance. Wo ist denn der? Ah, hier. Okay, die haben sie ja verschoben, genau. Okay, jetzt haben wir hier den Weißabgleich gemacht. Ach so, hier oben ist jetzt der Slot 1 und hier unten der Slot 2. Das haben sie auch vertauscht. Hier mal Aufnahme. Das satisfying Geräusch, das wir kennen. Und dann ziehe ich jetzt auch mal hier ein paar coole Shots. Das sieht schon überheftig aus. Also die Stabilisierung ist wild. Also die Stabilisierung in dem Ding ist für mich, der sowas ja gar nicht mal gewohnt ist, halt echt ein Gamechanger. Auch dieser Autofokus-Tracker ist immer vollkommen krank. Das ist ja komplett krass. Ich drücke jedes Mal die falschen Knöpfe. Und. Also, das Stabilisieren ist komplett krass. Also, was dieser Autofokus kann, ist auch wirklich nicht mehr normal. Also, ich meine, das Tracking hier jetzt halt, ne? Wir machen mal trotzdem manuellen Fokus rein. Krank. Also, man kann jetzt auch im manuellen Fokus, wenn man hier einmal durchdrückt, das ist wild, der stellt einem instant scharf. Ich mach's mal komplett unscharf. Und dann. Zack, instant scharf. Ich habe ja auch weißes Salz und schwarzen Pfeffer, damit man den Dynamic Range ein bisschen vergleichen kann. Was ich gerne testen würde, ist natürlich noch die 120 FPS 4K. Das sind halt hier jetzt Shots, die man mal easy ohne Gimbal ziehen kann. Und ich kann tatsächlich auch die krankste Bitrate wählen, obwohl ich eine normale, also eine relativ normale SD-Karte habe und noch nicht diese CF Express Geschichte. So, genau, und das Letzte, was wir also machen, wir stellen die Mühle mal auf 120 FPS. Zack. Oha, das geht bis 280 Mbit pro Sekunde hoch. Wild. Also ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, ob ich das überhaupt aufnehmen kann in 120 FPS mit so einer langsamen Karte. Ach, kann ich nicht aufnehmen. Ja, wild. Ja gut, diesmal kein 120 FPS, würde ich sagen. Schade. Schade eigentlich. Aber auch 60 FPS in 4K ist für mich ja schon eine komplette Neuheit. Und was auch mal wild wäre, wäre eigentlich in HD. So, das sollten jetzt theoretisch 240 FPS sein hier links oben. Probieren wir es mal aus. Nicht 4K leider, aber seht ihr auf YouTube eh fast gar nicht. Mal schauen. Warte, eins fehlt noch. Wir müssen den Shutter Speed ja hochstellen. Zwei Nummer. Oder hier mal. Das wird jetzt wild, warte mal. Die wird auf jeden Fall oft zum Einsatz kommen. Das ist die neue Hauptkamera. Mit den anderen Kameras wird jetzt Folgendes passieren. Die uns filmt, das wird quasi unsere Zweitkamera. Ne, ganz normal, falls wir mal zwei Kameras brauchen am Set. Die andere Kamera, die ich hier versteckt habe, die bleibt nach wie vor meine Streaming-Kamera. Weil bei der AUX-Anschluss kaputt ist. Deswegen kann man da kein externes Mikrofon richtig gut anschließen. Also effektiv habe ich mir dann einfach eine neue Kamera gekauft. Und zwar die hier. Und diese Sachen, die klappen jetzt viel schöner auf. Man hat immer noch Mikro-HDMI, aber auch richtiges HDMI. Und das ist viel besser, weil Mikro-HDMI ist das Schlechte. Das beste Kabel auf dem Markt. Wenn ihr Bock auf mehr Videos habt, abonniert uns gerne und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.